Sind die beiden nicht entzückt? Ich bin wirklich überrascht, dass Georgie ihm sein trauriges Märchen nicht erzählt hat. Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Nein. Das überrascht mich. Ja? Ja, normalerweise erzählt er jedem, wenn man ihn denn. Vielleicht traut er mir nicht. Oh, es ist eine wirklich traurige Geschichte. Ja. Oh, es bringt sie sicher zum Weinen. Bist du jeder Gemeinheit fähig, Mann? Ermutigen Sie sie nicht. Oh, erwarnen Sie, ermutigen Sie mich nicht. Ich warne Sie, fordern Sie sie nicht heraus. Fordern Sie mich heraus. Geh weiter. Also, Georgie Porgy wollte einmal hoch hinaus. Hat aber ein Fleckchen in seinem Lebenslauf. Das hat sich gereicht, hast du das gemerkt? Reiten Sie weiter. Daraus machte Georgie einen Roman, aber nach dem ersten Versuch, da gab er wieder auf. Martha. Daddy sah sich an, was George gemacht hat. Und du gehst am anderen saftigen Ohrfeige spazieren. Als er es dann las, da sah er rot. Was? Rot sah er. Schrieb von einem bösen, bösen Jungen, der machte seine Eltern beide tot. Aufhören, Martha, aufhören. Und Daddy sagte, Junge, du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich dich so einen Mist veröffentlichen lasse. So, jetzt reicht, dann tanzt es aus. Und Daddy sagte, Junge, du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du so einen Mist veröffentlichen darfst. Nicht, solange du hier unterrichtest. Wenn du das machst, fliegst du raus im hohen Bogen. Halt einmal. Oh! Ich will nicht zu gespannt werden. Ich will nicht zu gespannt werden. Ich dulde das nicht! Das Spiel ist aus! Stellen Sie sich doch vor, ein Roman, der davon handelt, dass ein Junge seinen Vater und seine Mutter umbringt und alles. Aus Versehen? Aus Versehen? Wollen Sie aber noch das Beste hören? Wollen Sie wissen, was der große, mutige George zu Daddy gesagt hat? Nein, nein, nein. Er sagte, aber Daddy, ich meine, aber Sir, das ist gar kein Roman. Nein, das wirst du nicht erzählen. Ah, lass mich in Ruhe. Das ist kein Roman. Das ist die Wahrheit. Es ist alles passiert. Und zwar mir. Alles mir passiert. Bring dich um. Ja, du folgst mir. Bring dich um. Bring dich um. Mörder.